So, wir stehen jetzt hier bei Niesmann und Bischof. Und den Stefan, der hat noch einen Wunsch geäußert, nicht nur den Knaus, den Eleganten zu zeigen, sondern auch einen Niesmann und Bischof, halte ich auch für eine gute Wahl, sicherlich ein Premium-Hersteller. Und da gibt es verschiedene Grundrisse. Stefan hat uns gebeten, den 920 LF, das ist der da, LF steht für französisches Bett. Wenn jetzt Ursi und ich uns das aussuchen, wir täten uns Richtung LE bewegen, denn das sind Einzelbetten. Aber okay, wir schauen jetzt hier in den LF, wir haben den gefunden. Und Stefan, wir schauen jetzt da rein und zeigen ihn dir. Der ist also schon mal um 2 Euro teurer als der Knaus, das kann man ganz klar sagen. Der Preis liegt bei 236.000 Euro. Er hat eine Länge von 9,27 Meter und eine Breite von 2,40 Meter und hat eine zulässige Gesamtmasse von 7.200 Tonnen, Kilogramm. Also das ist schon ein Fahrzeug. Gehobene Klasse, würde ich sagen. Nein, das ist schon der Spitzenklasse. Also den Knaus würde ich noch zur gehobenen Klasse reinnehmen und den würde ich schon zur Spitzenklasse reinnehmen. Ja, aber der Preis ist inklusive der ganzen Sonderausstattung hier, der Fahrzeuggrundpreis. Ja, aber kommt sicherlich noch was dazu. Etwas günstiger. Ja, also ich denke, da kommt sicherlich noch was dazu, wie Solaranlage und dergleichen. Aber wir schauen jetzt mal rein, wie das Fahrzeug ausgestattet ist und dann sehen wir, was da alles inklusive ist. Gut, es kommt was dazu, das ist ja der Listenpreis, also da gibt es auch wieder ein paar Abschläge dann. Ja, wir täten uns da auch wohlfühlen. Das ist ein tolles Cockpit von Iveco mit einem alpinen Navigationsgerät, das kann sich jeder kaufen, das Fahrzeug weniger. Aber hier kann man gut sitzen und bei 2,40 Meter ist klar, dass man hier auch genügend Platz vorne hat. Leder? Was meinst du? Davon gehe ich aus, ja. Aha, okay. Also natürlich edel, ja. Ja, bei dem Preis gehe ich davon aus, dass ich das Leder ist. Natürlich schon edel. Ja. Vor allem eine schöne große Sitzfläche. Der Tisch lässt sich hier auch verstellen. Ja, doch, der lässt sich hier oben aufklappen. Der lässt sich ja oben ausbreiten. Wo lässt der sich ausbreiten? Oben, oben. Der lässt sich hier aufklappen. Ja, hier oben irgendwie. Also so sieht der Tisch aus. Der lässt sich hier ganz schön erweitern. Das muss man dann von. Ja, das kann man hochmachen und dann kann man. Wahrscheinlich. Ja, das kann man da reinmachen. Ja. Das muss man genauer. Ja. Ach ja, aber. Also groß genug. So, 3-Flamme ist Standard. Aber das sieht sehr gut aus. Ja, ist alles sehr edel, wie es aussieht. Auch ja. Und ziehen wir die Schubladen raus. Ja. Für die Kaffeemaschine ist das gedacht. Wahrscheinlich, ja. Und hier haben wir die Auszüge für die Schublade. Ja, also die Küche ist schon groß. Ich meine, ist bei 2,40 Meter. Und dieser Länge muss man das ja auch erwarten können. Schau mal, hier gibt es nichts zum Ausziehen, sondern da drückt man einfach nur drauf. Und dann haben wir es im Gesicht. Ja, das war das erste Mal. So, hier haben wir den Kühlschrank. Also nur, da muss man nur drücken. Ja. Schau mal, da haben wir einen Tomedi-Kühlschrank, der Fernseher ist hier untergebracht. Das ist eine sehr gute Lösung. Da ist hier geht's auf. Oh, ja. Ich stelle mich immer so komisch an. Das ist ein Tomedi. Aha. Und also offensichtlich das Premium-Modell. Ja, also schön groß. Aha. Und hier haben wir das Gefrierfach oben drüber. Jawohl, ist auch groß. Ja, und dann der Backofen. Ja, also Backofen mit Grill vermutlich. Ja, alles in der Premium-Variante. Ja. Und das ist natürlich auch bei so einem Fahrzeug Usus. Jetzt geht die Ursel. So, Badezimmer macht man zu, indem man die Toilettentüre öffnet. Sieht natürlich sehr edel aus. Jawohl. Kann ich sagen. So. Und da kommt man dann rein. Da haben wir ein schönes Waschbecken. Schön groß. Mit Spiegelschrank. Dusche. Eine riesengroße Dusche. Aha. Da können wir noch ein paar Kilo zunehmen, bis wir dann nicht mehr reinpassen. Lieber nicht, das ist allgemein ein bisschen eng hier drin. Und
dann haben wir hier noch die Toilette. Auch hier ähnlich Knaus. Kann man sich wunderbar während der Fahrt zum Fenster rausschauen. Fehlt nur noch der Sicherheitsgurt. Und da oben sind auch noch jede Menge Schränke. Ja, das hat's genügend. Ja, da haben wir hier einen Kleiderschrank, den uns die Ursi auf der anderen Seite aufmacht. Ja, jawohl. Ja, der ist natürlich auch sehr groß. Riesengroß, bringt mir etliches rein. Mit dem Spiegel sieht natürlich auch gut aus. Und dann kommen wir hier in den Schlafbereich. Da haben wir dieses französische Bett, LF. Wenn man ein Einzelbett haben will, muss man LE kaufen. Ja. Und das sieht gut aus. Hinten könnte man noch einen Schrank hinmachen, das haben viele, aber man hat hier so viel Staumöglichkeit, dass man das definitiv nicht braucht. Hier kann man sogar noch Kleidung hinhängen. Und was ist hier? Und hier. Was ist das? Ach, zum Fernsehverstau oder was soll das? Und hier haben wir noch einen Fernseher im Schlafzimmer. Ach, was sind das? Schuhfächer vielleicht? Ja, das sind Schuhfächer, ja, würde ich sagen. Okay. Was ich natürlich auch wieder feststellen muss, ist, die Fenster sind wieder nicht am Ende angebracht. Ich weiß es nicht, warum das bei einem Fahrzeug, und ich habe das schon mal festgestellt bei Niesmann und Bischof, einem Fahrzeug in dieser Preiskategorie, warum man hier die Fenster nicht ganz am Kopfende anbringt. Weil es wesentlich angenehmer zum Schlafen ist. Vor allen Dingen, man kann auch mit einem Blick rausschauen, ohne dass man aufstehen muss. Was ich jetzt vielleicht ein bisschen unpraktisch finde, also man muss eigentlich schon immer irgendwie raufklettern aufs Bett, oder? Also, so dick man sein darf für die Dusche, so beweglich muss man sein, um ins Bett zu gehen. Ja, genau. So, hier beim King-Size-Bett haben wir unten noch die Schubkästen. Laufen nicht. Auch eine feine Sache. Ja, also Staufläche gibt es genügend. So viele Leute passen gar nicht rein, wie man hier Kleidung unterbringt. Ja, genau. Würde ich mal sagen. Ja, eben. So, hier haben wir die Gasflaschen untergebracht, die sind im vorderen Bereich nebeneinander, liegen ziemlich tief, was auch bei schweren Gasflaschen gar nicht so unpraktisch ist. Und wieder das Verstaufach, wo man von außen ins Fahrzeug laden kann. Ja, ich finde das einfach eine tolle Lösung. Schade, dass wir das beim Hümer nicht haben. Und dann haben wir hier die große Heckgarage. So, also hier geht einiges rein. Hier kann man Fahrradträger reinstellen, hier kann man Motorroller reinstellen. Also, da haben wir noch ein riesengroßes Fach. Also, das Fahrzeug hat einen stolzen Preis, aber es bietet auch etwas für den Preis. Ja, und deshalb ist halt auch das Bett so hoch, weil die Garage ist ja sehr hoch. Ja. Also, klar, irgendwo der Einstieg. Muss man, der Einstieg, schau mal. Muss man einfach Kompromisse machen. Ja, ja. Aber ist natürlich. Schön. Also, ich sag schönes mal, Fahrzeug. Generell, wenn man mit so einem großen Fahrzeug unterwegs sein soll, Niesmann und Bischof baut schöne Fahrzeuge, was für mich ein Ausschlusskriterium wäre, das ist, wenn das Fenster vom Bett nicht am Kopf ist. Ja, aber es gibt Leute, die sehen das nicht so. Ich sage ja für mich. Ja, wir wollen sie auch nicht kaufen. Immer genau zuhören. Ja, ist so. Eh kein Fahrzeug für uns, ist viel zu lang. Ja, für uns ist es deswegen keins, weil wir eins haben. Das auch noch, ja. Und weil wir am Tennisplatz aber zu übernachten. Oder am Friedhof. Oder am Waldrand. Ja, aber am Parkplatz vom Friedhof nicht. Nicht in den Tunnel. Noch nicht. Nein, haben wir auch nicht vor. So schnell nicht, nein. Okay, weiter geht's, oder? Ja.